Ich grüße euch, Leute. Heute zeige ich euch auch auf Wunsch, wie ihr mal mit einer Zungentrommel hier in einem Woodpack, eine wundervolle Woodpack, spielen könnt. Zungentrommel ist klar, weil dieses aus dem Holzstück herausgeschnittene, gesägte Teile und jeder Ton, jede Größe macht einen anderen Ton. Und das Tolle an so einem Instrument und gerade an dieser Woodpack ist, ihr könnt euch nicht verspielen. Alle Töne klingen immer schön miteinander, ja, harmonisch. Es ist nicht so schwierig wie auf einer Gitarre oder am Klavier, wo doch mal etwas irgendwie schräg klingen kann, ja. Und hier. Ihr solltet wissen, wo auf eurer Woodpack, findet das heraus, wo der Referenzton ist. Das ist der Ton, mit dem alles beginnen kann und alles enden kann. Mit dem eure Melodie, eure Runde, eure Rhythmen rund sind. Bei mir sind das die zwei Töne. Das ist eine Oktave, also das sind die gleichen Töne, bloß eben tief und hoch. Okay, so. Und jetzt ist mein Eingangsmuster. Ich mach's nochmal flott, zur Erinnerung. Und jetzt das Ganze langsamer. Dazu drehe ich mal, um das Muster zu erfassen, drehe ich meine Woodpack mal um. Da hört man das Muster sehr gut. Also. Das ist es. Ich mach's nochmal langsamer. Alright. Ein simples Muster. Das solltest du verinnerlichen, damit du mit halt schön spielen kannst. Wie halt immer bei unseren Rhythmen. Alright. Jetzt das Ganze verteile ich mal auf die Woodpack. Okay, das könnte jetzt im Prinzip ein Teil der größeren Melodie sein, wie so ein, ich nenne es mal Frage-Antwort, ja, Dinge, und zwar zum Beispiel so. Ich habe natürlich ein paar Variationen eingebaut, die zeige ich euch jetzt auch noch. Jetzt habe ich das jetzt verteilt, habe ich das triolische Muster halt den Shenan genommen. Den Shenan gibt es als Trommelübungsvideo. Shenan ist das Video, tue ich unten in die Beschreibung. Und zwar. Ich drehe mal die Woodpack wieder um. Es sind 6 Schläge, wobei die 1 immer betont ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die anderen sind Taps, wo ihr euer Instrument, euer Woodpack, eure Zungentrommel, eure Holzschlitztrommel eher nur berührt, anstatt dass es einen Ton von sich gibt. Ja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das ist jetzt sehr flott. Du brauchst es aber einfach nur zu üben, dann kannst du's. Gib dir ein bisschen Zeit dafür, dass du dich dran gewöhnst, dein Körper sich dran gewöhnt. Ja. Also nochmal, das der Shenan hier verteilt.
langsam. Okay, ich habe das jetzt kombiniert mit Muster Nummer 1. Und das empfehle ich dir auch. Also ich empfehle dir, dass du die Muster einzeln gut genug kannst. Und dann fließt du in den Muster hin und her. Ich persönlich spiele halt so. Ich spiele halt immer frei. So wie mir ist, ich spiele emotional. Ich lasse mich führen. Ich betrachte mich selber dann als Instrument und habe die Muster gut genug drauf, dass ich dann einfach loslassen kann und dann einfach spiele. Ja, was meine Seele oder meine Spirits, wer auch immer, da gerade spielt, sich austoben können. Alright, so, noch ein Muster. Und zwar das Afrika-Pferd. Ich drehe dazu wieder die Woodpeck um das Afrika-Pferd dir zu zeigen. Die Haupthand spielt und die Nebenhand, es sind drei Schläge. Eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins. Okay. Und ich mache das so, ich spiele bei der Woodpeck, bewege ich meine Hand gar nicht mehr so unbedingt nur so hin und her, sondern ich nehme halt die beiden Finger. Ja? Meistens den Ringfinger und den, wo es grün ist, der Zeigefinger, Gold und Grün. Auch hier habe ich Variationen reingemacht, habe es mit dem Roll-On verbunden. Da muss ich die Woodpeck wieder umdrehen. Mal langsamer. Die Haupthand in diesem Fall, ja, es ist meine rechte Hand, bei dem Rhythmus, die spielt wirklich. Außer du machst das anders die ganze Zeit durch. Und die Nebenhand kommt reingehüpft und macht halt rum. Okay, nochmal hier. Okay, Muster Nummer 3. Das ist erstmal das von meiner Seite zur Woodpeck. Ich denke, da hast du erstmal genug Stuff. Du kannst auch nur den Roll-On spielen. Okay, so, also das ist erstmal das. Ich wollte noch was mit Stöcken machen. Mit Stöcken klingt es anders und es spielt sich auch ganz anders. Und es ist ungewöhnlich für Leute, die sonst nicht mit Stöcken spielen, aber ja, probier es aus und übe ein bisschen. Ja. Merkt es, ich komme immer wieder auf die zwei Töne, ja? Weil damit ist das Ding rund. Thank you.
Yes. Okay, und dann mache ich natürlich noch so ein paar kleine interessante Dinge rein. Zum Beispiel, das heißt, ich mache mit der Haupthand zwei Schläge, mit der Nebenhand ein und beim Schlagzeug nennt man das Flame. Das heißt, die Stöcke kommen kurz nacheinander. Klingt doch cool, oder? Das sind bloß zwei Dinger, die nacheinander kommen. Gleichzeitig würde es ja so klingen. Etwas nacheinander. Okay. Das sind so herrliche kleine Effekte. Es sind nicht nur Effekte, das stimmt gar nicht. Es sind kleine Dinge, die die Großen so interessant machen. Mir ist gerade klar geworden und schon vorhin, dass es mir gar nicht so leicht fällt, dieses Instrument zu vermitteln, weil das habe ich noch nie gemacht. Jetzt auf Wunsch habe ich das einfach mal probiert, sonst spiele ich das einfach für mich. Das ist für mich für eins meiner Lieblingsmelodie-Rhythmusinstrumente. Ich liebe die Woodpeck und der Mann, der sie baut, ja, der Boris aus der Slowakei, ist so seelenvoll. Und als ich die Woodpeck das erste Mal hörte, war ich so angetan. Also schaut mal, wenn ihr wollt, schaut mal Woodpeck. Googelt mal nach Woodpeck, wenn euch das anspricht. Es gibt auch andere Holzschlitztrommeln, ja, von Schlagwerk und so. Aber die begeistern mich nicht. Die haben mich nicht, die tun bei mir nicht das. Ja, die sind nicht so, die sind auch nicht schlecht, keine Sache. Aber das ist voll Seele, ja. Das ist voll schön. So, das ist es. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren mit den Grooves. Ja, studiert sie langsam ein und lasst euch ein bisschen davon verleiten, von den Beats, ja. Erkundet euer Instrument. Ich habe gar nicht das wunderbare Woodpack, den Specht unten mit erwähnt. Ja, den nutze ich nicht so oft. Also macht's gut, habt einen schönen Tag und ein schönes neues Jahr. Hier ist Ingo Gutmann.